alle. Entschuldigung, dass ich hier jetzt reinplatze. Was soll das? Wo ist Udo? Ja, der ist sicher in der Kita, aber vom Live-Partner bei brauche ich nicht die Rede. Aber wenn du schon mal da bist, dann kannst du auch gleich für mich übernehmen. Ich muss sowieso noch meine 12 Stunden ableisten. Hier nehme ich mal sehen. Ich bin weg. Ist recht. Beim Schafkopfspielen kommt es nicht so sehr auf das Blatt an, das man hat. Viel wichtiger ist es, dass man seinen Gegenüber, seinen Gegenspieler oder möglichen Mitspieler signalisiert, wer man ist. Spiele. Bei einem Rufspiel muss der Gerufene einen möglichst hohen Trumpf ausspielen, sofern er einen hat. Das Wichtigste beim Schafkopf ist. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Sack? Hab jedenfalls Hunger. Was ist Sack? Na, Selbsterhaltungskurs. Hier, nimm mal. Good morning and welcome to our lesson here in our school kitchen. Today we want to. Wahnsinn, das ist die Garage. And this meal is called scrambled eggs with baked beans on toast. Let's follow my instructions. Now, what do we need? First of all, we need some eggs, of course. Then we have baked beans here. And we need some toast. Dir das Ganze mal aufs but don't schmeißen. Take the normal one. Please, let's take the healthy one. Oder auf Russisch. Daraus kommt jedenfalls immer das gleiche. Rührei. Willst du's? Ja, aber wieso mischt sich deine Mutter in dein Leben ein? Mein Vater ist eher, der sich einmischt. Das erinnert mich an meinen Austausch hier in China. Und eine richtige Kluge, meine Austauschmutter. Da war ich erst 5 Jahre alt. Ausgeliehen sozusagen. Du warst mit 5 Jahren in China. Du wohl nicht? Nein. Du warst wohl in Indien noch. Deine Mutter kommt zu dir in die Bude, um dir ein Pausenbrot zu bringen? Na, wenn der mal nicht die Schule hört, der hält mich wird. Wegen meiner Mutter kommen die bestimmt nicht. Eher wegen meinem Vater. Das ist doch absolute Missachtung der Erziehungsregeln für Selbstständigkeit. Schmeckt gut, was ist das eigentlich? Hat ein ganz normales Leberkäsebrötchen. Ein totes Schwein? Sag, dass das ein Witz ist. Hey, 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 ich konnte nicht wissen, dass du Vegetarier bist. Willkommen bei gelebter Geschichte. Nun, heute
heute wollen wir mal live miterleben, wie sich Kindheit in den letzten 50 Jahren verändert hat. Und dazu ist es uns gelungen, in ein Klassenzimmer von damals zu gehen. Schaut euch um. So hat ein Klassenzimmer damals ausgesehen. Und man höre und staune, es gab da ganz seltsame Dinge. Schaut euch dieses Ding da vorne mal an. Ein sogenannter Overhead-Projektor. Das war etwas ganz Seltsames. Vielleicht hat einer mal Lust, es auszuprobieren. Annalena, du sitzt hier vorne. Probier doch mal aus, ob du ihn angekommen bist. Oh, das war ja ganz schnell, ganz gut. Damit konnte man Informationen an die weiße Wand schmeißen und konnte damit arbeiten. So was Altmodisches. Nun, eure Aufgabe war es ja, mit verschiedenen Informationsträgern, das heißt Violett, Bücher etc., zu bestimmten Jahreszahlen aus der Vergangenheit aussagekräftige Fakten herauszuarbeiten. Wir wollen heute diese Informationen zusammentragen, um uns verständlich zu machen, wie Vergangenheit sich verändert hat, beziehungsweise, dass jeder Mitmensch aus der Mitwelt das auch verstehen kann. Aber kommen wir mal zu euren Aufgaben. 2000. Nun, ihr habt zu Hause verschiedene Informationen gesammelt. Was kannst du berichten? 2000. Das neue Jahrtausend wird gefeiert, aber auch gefürchtet. Es bleibt alles wie 1999. 2010. Man ist um etwas Neues bemüht. Neue Rechtschreibreform, neue Lehrplan, B8, neue Schulbücher, alte Methoden, alte Lehrerfindungen. 2015. Weniger Kinder, altes Schulsystem mit Dreigliedrigkeit wird in Frage gestellt. Alle Kinder sind wichtig für Erhaltung des Staates. Staat übernimmt elterliche Pflichten, gleichzeitig Multikulti, Schüleraustausch ohne Grenzen, um Chancengleichheit herzustellen. 2022. Dezentralisierung wegen überhandnehmender Amokläufe. 2031. Kultusministerium überarbeitet Schulmodell. Förderung der individuellen Möglichkeiten. Das Lernen, Lernen. Jedes Kind ein Weg, jeder Weg hat ein Ziel. Generationenvertrag, Grundlage des Daseins, Kita, Kindertagesstätte als Elterninitiative mit lebenslanger Daseinsberechtigung. Wir sind eine Familie. Alle 6- bis 25-Jährigen werden in eine staatlich geförderte 1- bis 4-Mann-WG untergebracht. Mediale Welt entwickelt sich vom 3D-Second-Life-Klassenzimmer zum Selbsterlebnisraum. Um den Isolationseffekten der neuen schulischen Welt zu begegnen, wird wieder mehr PA, Einsatz in den Kitas und vor allem der internationale Knicke im Umgangston verlangt. Noch Fragen? Können Sie mir sagen, was heute im Jahre 2009 in der Schule Bau noch passiert ist? Die waren vorhin auch noch da. Ich glaube, du willst mich prüfen. Ist nicht so wichtig. Naja, ich glaube, du solltest dein persönliches Ding-Dex noch einmal überprüfen lassen und vielleicht in eine höhere Stufe aufsteigen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nix, komm mit, ich brauche ein bisschen Hilfe. Der Selbsterheilungskurs hat wohl vor der Tür Halt gemacht. Du lässt aber auch keinen für den Phoenix, oder? Wir müssen reden. Über was? Über Fettnäpfchen? Woher weißt du das mit deinem Opa? Dein Opa? Was 2009 war, davon weiß nur ich. Mein Vater und mein Opa. Also wie kommst du, dass du davon weißt? Ich? Wusste ich doch, dass ich dich schon mal gesehen habe. Auf einem Foto. Du bist Olaf, der beste Freund meines Opas. Das war damals im Fernsehen. Kommen in der Zukunft, Olaf. Du bist der Opa? Klar, aber wie kommst du hierher? Ist ja frisch aus dem Jahr 2009 entsprungen. Vorhin in der Toilette. Da war Udo plötzlich weg. Ich bin heim für ihn. Und da warst du. Bist du sicher, dass wir hier nicht versteckte Kamera spielen? Wir hatten beide schlechte Noten. Er hat noch gesagt, dass er sich eine bessere Welt wünscht. Was bitte sind Noten? Mit schlechten Noten kannst du nichts werden. Ja, du bist doch was. Und? Wie fühlt es sich an? Willst du es wirklich wissen? Obergeil, ich habe eine eigene Bude. Eigenes Apartment, keine Noten. Jeder macht so, wie er es am besten kann. Jetzt weißt du doch schon, wie es kommt, wenn du wieder zurückgehst. Kannst dich eigentlich nur freuen auf die Zukunft. Ich will nicht dahin. Gehen wir hin.
die Fagi-Tagesstätte für alle 0 bis über 100-Jährigen. Ein generationsübergreifendes Familienmodell. Ich werde dort noch als Großvater sein. Was machen wir jetzt hier? Ich muss noch meine SBSD ableisten. Udo ist übrigens auch öfter hier. Was ist SBSD? Klingt nach Selbstbedienungsladen. Schulbegleitender Sozialdienst. Hallo, ist der Udo da? Ich habe eine Überraschung für ihn dabei. Alle über 50-Jährigen sind heute ausgeflogen. Welcher bist du? Aber ich hätte gleich eine Arbeit für dich. Das Klo ist verstopft. Ah, gut, Schana. Bis gleich, den Phil. Nein, tu es nicht! Ach, wer denn? In den letzten Jahren haben Sie umwälzende Veränderungen in unser Schulsystem gebracht. Können Sie uns Ihr Geheimnis verraten? Woher nehmen Sie Ihre tollen Ideen? Ja, das kann ich. Da müssen Sie meinen Staatssekretär, Herrn Olaf Müller, mal fragen.